Fred ist jetzt bei mir von der Pyrotechnik und auch bei dir, Fred, stell dich gerne noch mal ganz kurz vor. Seit wann bist du hier mit am Start und was machst du genau? Ich bin vor 5 Minuten gekommen und mache die Pyrotechnik. Nein, ich bin seit 1993 dabei, schon von Anfang an. Und ich bin der Verantwortliche für Knall, Peng, Puff, Feuerwerk, alles was raucht und zischt und nicht mehr geht, dann war es wohl ich, der Fred. Also einiges hier bei den Städtebäcker Festspielen. Wie viele Tonnen werden hier pro Abend oder Kilogramm werden hier pro Abend in die Luft gesprengt? Ach, das ist nicht viel. Wir haben, glaube ich, wenn ich mal umrechne, dieses Jahr vielleicht 1,5 Kilo Schwarzpulver, was verdonnert wird, und Blitzpulver, Knalleffekte, Rauch. Rauch haben wir sehr viel dieses Jahr, aber Literzahl ist nicht, kann ich nicht so ansagen. Ist einfach zu viel. Aber Abend für Abend ist das doch auch für dich so ein bisschen, ja, ich spiele mal mit meinen Knöpfen da so ein bisschen drauf rumdrücken, oder? Das hat natürlich alles eine Choreo, oder? Ja, natürlich. Ja, es ist ja nicht nur, dass du Knöpfe drücken musst. Du musst ja aufpassen, du musst gucken, wo steht gerade wer. Man drücken kann ja jeder und ich kann auch ganz schnell drücken, aber ich kann eben nicht sehen, ob irgendwo einer steht und eventuell auf diesem Pott steht. Dann hat er keinen Hintern mehr. Also das ist eigentlich so das Wichtige. Die Sicherheit geht hier echt vor, für Tier und Mensch. Hat man da nie Angst, dass was schief geht? Die ist immer im Hinterkopf irgendwo. Aber wenn du gut vorbereitest und die Jungs alle mitspielen und auch die Kollegen und Statisten und Co. alle darauf achten ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist locker, aber es ist machbar. Du hast gesagt, dieses Jahr ist viel Rauch dabei. In den letzten Jahren, wenn wir mal zurückblicken, gab es ein Jahr, was gerade von der Pyrotechnik besonders rausstach? Oder ist es dieses Jahr wirklich das meiste? Nein, wir haben jedes Jahr immer irgendwo was Kurioses. Ich sag mal, dieses Jahr haben wir das Schlussbild, was sehr viele Explosionen hat durch die Todesorgel, die wir haben. Wir haben aber auch eine Bombarde, das heißt so eine 60 Kilo große schwere Kugel, die mal so 80 Meter durchs Stadion fliegt, brennend und was anderes zerstört. Also es ist jedes Jahr immer wieder was Neues, wo wir uns im Winter darauf vorbereiten und dann auch der Spaß ist da, um ja einfach zu testen. Wir sind in Segeberg, wo ich herkomme, da haben wir eine Kiesgrube, da jagen wir alles in die Luft und testen und machen und tun. Du kommst aus Bad Segeberg? Ich komme eigentlich aus Hamburg, ich bin Hamburger. Wohne aber in Bad Segeberg, tatsächlich. Okay, in Bad Segeberg gibt es ja auch noch die Karl-May-Spiele. Warum bist du gerade bei den Störtebeker-Festspielen? Ja, da ist Herr Hick schuld. Nein, ich war 13 Jahre tatsächlich bei den Karl-May-Festspielen tätig. Und als Herr Hick rübergegangen ist, 1992, hat er mich gefragt. Und ich habe gesagt, ja, gerne, mache ich. Und dann bin ich 93 mit. Und seitdem hier. Und nicht zurück? Wohnen tue ich noch in Segeberg, weil ich mache noch Film und Fernsehen nebenbei im Winter. Aber hier, das bringt Spaß und... Ja, ich bereue es nicht. Der Abschluss immer, letzte Frage, dann bist du auch schon entlassen. Die letzte Frage ist natürlich das große Höhenfeuerwerk, was ja eigentlich so das Bombastischste ist. Ja. Wie ist das aufgebaut? Da fährst du dann hinten mit den Schiffen dann raus und dann geht's los am Abend? Oder? Wir haben einen Ponton, der hat 2 Außenborder dran, damit kann ich so weit rausfahren, wie ich will. Deshalb sind wir auch ein bisschen nicht abhängig vom Wind. Wenn der Wind sehr stark ist, fahre ich weiter raus. Ja, ich stehe auf dem Ponton und ich zünde von da auch das Feuerwerk. Das ist ein spezieller Ponton, aus sicherheitstechnischen Gründen darfst du ja eigentlich auf so einem Ponton nicht stehen. Der ist abgekapselt mit einer Sicherheitswand, die Motoren sind abgekapselt. Also ja, und fahren jeden Abend raus, bei Wind und Wetter. Bei Wind und Wetter? Bei Wind und Wetter, das ist uns egal. Wir sind ja geschützt. Ja, genau. Das Publikum. Ja. Wir stehen schon da draußen. Und wenn die Jungs sich dann so immer verbeugen und neben uns so das Gewitter, dann würden wir schon so sagen, ach komm, nun macht mal Hände, damit wir auch reinkommen. Aber sonst, nein, also es bringt Spaß. Und heute sieht es ja auch gut aus. Wir hoffen, dass es sich das Wetter hält. Und sagen jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Immer wieder gerne. Dann geh jetzt gerne auf deine Anfangsposition. Ich gehe mal ein bisschen rumballern. Oder so, genau. Dankeschön. Jo, mach's gut. Tschüss. Wolfgang Lippert ist Balladensänger hier bei den Störtebäcker Festspielen. Lippi, seit vielen, vielen Jahren, seit wann eigentlich? Seit 2000 mit einem Jahr Pause und dann 2 Jahren Zwangspause durch Corona. Also insgesamt 20 Jahre. 23 Jahre und 20 gesungen. Eine Menge, ne? Auf jeden Fall. Jetzt 2023 für dich trotzdem immer noch was Besonderes, hier Abend für Abend auf der Bühne zu stehen, live bei all dem Wetter und bei all den Zuschauern? Ja, na klar, es bleibt, dieser Zauber bleibt, den diese
Bühne hat, die Tatsache, dass es live ist und dass ja eben mehrere tausend Menschen immer hier sitzen und das alles, so diesen ganzen Reigen so miterleben, das hat nach wie vor seinen Reiz. Auch für uns auf der Bühne natürlich, für die, die zuschauen, ebenfalls. Ja, ist so. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Gibt es für dich eigentlich ein Lieblingslied, was du in diesem Jahr hier zum Besten gibst auf der Bühne? Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil es sind eigentlich alles meine Lieblingslieder oder alles Lieder, die mich mein Leben lang auch begleitet haben. Fangen wir mal vorne an mit Am Fenster von City. Das ist eines der populärsten Lieder aus der DDR. Dann als nächstes Lebenszeit von den Pudis, auch ein Superhit, den fast jeder, der hier im Saal sitzt, auch mitsingen kann, wenn er hier geboren ist oder vielleicht sogar den Titel kennt. Und denn also der Albatros, ein guter alter Bekannter, schon von Karat. Und zum Schluss dann eben Glastraum, ebenfalls ein Lied von City. Und schön ist diesmal, dass die Regisseure mich so hinein inszeniert haben mit den Liedern. Also es findet noch eine Aktion auf der Bühne statt. Ich stehe nicht alleine auf der Bühne, sondern es baut sich ein neues Bild auf oder ein anderes geht zu Ende oder sowas. Und so hat man so einen schönen Fluss und in diesen Fluss hinein singe ich dann meine Songs. Ja. Was ist für dich eigentlich schöner? Sind es die selbstkomponierten Lieder für Störtebeker oder sind es doch die guten alten DDR-Songs? Naja, das ist auch eine gute Frage, weil wir gerade darüber neulich gesprochen haben, dass wir diese Lieder, die damals entstanden sind, also das ist Piratenort oder sowas oder Gotland oder ja, ganz viele oder Gold zum Beispiel, die waren natürlich sehr dicht am Stück, aber wir haben jetzt durch den Erfolg, den auch der Albatros dann so gebracht hat und den ja sich das Publikum auch gewünscht hat, als wir mal ein anderes Lied an diese Stelle setzen wollten, sind wir erstmal dabei geblieben. Und ich denke, das ist ja schon mal eine ganz gute Wahl. Also wenn man so will, eine Entwicklung. Also das heißt jetzt nicht, dass nie wieder eigene Lieder komponiert werden hier auf dieser Bühne. Aber jetzt aktuell ist das, glaube ich, so ganz gut, so wie wir es haben, weil es auch ins Stück passt. Also die Texte passen auch gut ins Stück. Okay, jetzt ist es 20 Uhr, die Veranstaltung hat begonnen, ja, die Vorstellung. Du bist aber noch die Ruhe selbst. Ich kann ganz entspannt sein, weil ich erst nach 20 Minuten dran bin. Das war nicht immer so. Ich war auch oft gleich am Anfang dran. Und da wäre ich dann wahrscheinlich nicht mehr hier, logischerweise. Aber so ist das ganz angenehm. Also jetzt wird auch erstmal geschossen am Anfang des Stückes. Und da warte ich immer noch den kleinen Moment. Oder ich gehe raus und halte mir dann draußen die Ohren zu, wie auch immer. Also du gehst jetzt auf jeden Fall nochmal in dich. Und ja, ich mache das so, der Ton wird nochmal gecheckt, dass alles läuft und so. Man repetiert nochmal seinen Text und man geht das nochmal irgendwie im Kopf durch und sammelt sich ein bisschen vorher. Aber ich habe das wie alle Schauspieler auch jetzt nach mittlerweile 40, wir spielen ja 2 Wochen jetzt schon, da geht man schon davon aus, dass man das drauf hat. Ja. Wir setzen uns jetzt auf jeden Fall auch ins Publikum. Viel Spaß. Und wollen uns das Ganze anschauen und dich natürlich dann auch in Hülle und Fülle sehen. Okay. Wolfgang Lippert, vielen, vielen Dank. Danke sehr. Schöne Grüße an deine Zuschauer. Danke.